bin Andi Substanz und habe heute hier in der Trafo den Lyrikkeller vor Ort, also at Trafo, gemacht. Das Konzept ist, ich sitze mit meiner Schreibmaschine und schreibe auf Themenvorschlag spontan Texte und performe die dann auch. Keine weiteren Filter nötig. Der herbstliche Abendhimmel vollbringt ganz wie freihändig von alleine schönste Farben. Anhangdrüsen im Hirn jauchzen vor Freude, starten ihren Betrieb. Wäre ich Physiker oder wetterfeerig, könnte ich detailliert wirkende Abläufe beschreiben. Ich habe früher angefangen zu schreiben durch den Hip-Hop. Also ich hatte mit 16 eine Band, die hieß Zweite Reihe. Und da haben wir mit 4 MCs halt im Proberaum zusammen geschrieben. Und da haben wir halt versucht auch schon zu freestylen. Das ist ja ein Element so im Hip-Hop. Und ich habe gemerkt, so bei Bühnensituationen ist mir das anfangs schwer gefallen, so total zu freestylen und zu reimen. Und mit der Schreibmaschine kann ich ja halt einfach Zeilen schreiben. Die müssen sich nicht unbedingt reimen, dürfen sich reimen, könnten, tun sie auch manchmal. Träumen kann ich nicht, im Moment nicht. Ich fühle Leere. Sollte eine Schwere, ich wünsche mir eine Galeere, die das wegträgt, um zu fühlen, wie ich wäre, ohne diese Schwere. Ich brauche die Schwerte der gesamten Hemisphäre, eine Leere, die mich lehrt, wie ich mich entleere, wenn ich beschwert bin, mich aber nicht beschwere. Also am Anfang habe ich auf der Straße gesessen und die Leute konnten sich Texte aussuchen, die sie abgetippt haben wollten. Und dann kamen halt irgendwann Leute und wollten sagen, kannst du nicht dazu was schreiben? Und dann habe ich das gemacht und so ist es dann gewachsen. Die Schreibmaschine ist halt, ich mag dieses haptische Erlebnis. Es ist so ein bisschen wie ein Instrument spielen und auch den Klang des Tippens, des Klackens und das beflügelt mich einfach so beim Schreiben. Aus der Sicht des Universums sind wir eh nicht mehr als eine Eintagsfliege, die sich im Kompost labt. Nur, dass der Kompost kein Kompost ist, sondern der Kuchen, von dem wir alle ein Stück abhaben wollen. Milliarden von Menschen und dem gegenüber nur dieser mickrige Kuchen. Genau, gerade auch gesehen habe ich auch Texte, die vorher schon entstanden sind, in meinem Bett, im Zug, überall, wo ich so schreibe. Meine eigenen Themen sind introspektive, emotionale Themen zum Teil. Politische Themen, weltpolitische Themen, manchmal auch banale, prosaische Themen, die aber auch beiläufig eine tiefe Note haben können. Es hat halt beides seinen Reiz, diese spontanen Zeilen und halt diese Zeilen, die so ein bisschen länger gereift sind in mir. So. Immer schwingt was mit, immer. Wir leben in einer Schallwelt. Klangwelten aus Relation. Ja, aber nie eindeutig ist das endgültig. Alles auf eine Karte setzen und mit ungültigem Fahrschein im Zuge der Gleichgültigkeit fortfahren. Es kommt im Frühjahr 2020 beim Lektora Verlag das Lyrikkeller-Buch raus mit gesammelten Texten, die beim Lyrikkeller entstanden sind und mit Texten, die ich so auch geschrieben habe. Was Gefahr war, seid euch gewahr, unsere Zeit ist da.